willkommen. Oh, meine Knie. Ich bin zu alt. Hier beim Spiel mit Kinderspielzeug mit einer neuen Challenge, mit einer ziemlich eigentlich alltäglichen Challenge. Ich glaube, das muss eigentlich jeder, besonders wir zu Hause mit einem eigenen Zimmer, eigentlich täglich machen. Wenn Papa oder Mama anklopfen oder die großen Geschwister, was heißt es dann? Zimmer aufräumen. So sieht es aus. Heute eine Räum deine Zimmer auf Challenge mit dem Bonus und finde Familie Vogel. Ach, die haben sich ja noch im Chaos versteckt. Ja, werden sich noch. Gerade sind sie noch auf dem Schreibtisch, aber gleich werden sie sich im Chaos verstecken. Wie läuft die Challenge ab? Momentan sieht es ja für uns, Claudio, zeig das mal, ordentlich aus. Ich weiß, ordentlich ist ein bisschen anders, aber hauptsächlich ordentlich. So, wir müssen uns das gut einprägen, denn außer dem Schreibtisch, der bleibt bewegt, dürfen wir nicht anfassen, weil da ist tatsächlich ein Chaos. Dürfen wir alles hier im Zimmer umstellen. Okay. Der andere geht gleich kurz raus. Wir werden so anfangen, dass Kathi als erstes ihr Zimmer aufräumen muss, die Wolke. Ich werde sie gleich rausschicken. Ich werde hier schön Chaos verbreiten und auch Familie Vogel irgendwo verstecken. Und du hast danach 3,5 Minuten Zeit, das Zimmer aufzuräumen und Familie Vogel zu finden. Ganz schön wenig Zeit, um das Zimmer aufzuräumen. Prägt ihr das jetzt mal hier alles ganz gut ein? Das freut mich einfach nicht, weiß, wie das alles aussieht. Okay. Ja gut, dann geh mal raus. Ja. Dann verbreiten wir hier mal mit Claudio kurz das Chaos. Raus. So, und jetzt kommt mein Lieblingspart. Schön Chaos verbreiten. Ich muss ja nicht aufräumen, ne? Na, so sieht's bei mir zu Hause eigentlich immer aus. Das können wir ja gleich auflassen, ne? So, das muss hier bleiben. Oh, wir haben noch Hausschuhchen. Claudio, gefällt dir das? Und jetzt kommt noch der wichtigste Part eigentlich. Wir müssen Familie Vogel verstecken. Ich weiß wo. Ich sehe. Hier wird sie bestimmt nicht hingucken. In die Luxusvilla. Verstecke zumindest die da. Martin hier. Dann auch noch. So, okay, Kathi. Wenn ich dich gleich reinlasse, dann hast du 3,5 Minuten Zeit direkt, okay? Ja. Okay. Dann machen wir mal den Timer. Okay, Kathi, bist du soweit? Ja. 3, 2, 1 und los. Jetzt hast du 3,5 Minuten Zeit. Kahn, das ist nicht wirklich dein Ernst hier, ne? Was ist das? Ich hasse Unordnung. Claudio, nicht im Weg stehen. Ich habe schon vor der Tür gehört, dass du so richtig laute Geräusche gemacht hast. Ich hatte schon Angst, dass Kahn hier irgendwas kaputt gemacht hat oder so. Räum dein Zimmer auf, aber ganz schnell. Wie lange habe ich noch? Du hast noch 3 Minuten, du liegst gut in der Zeit. Da weiß ich nicht mehr genau, wo der war, aber ich fände mal hier hin. Freut mich, Herr Efting, ich weiß, wie das alles aussieht. Meinst du, du räumst zu Hause auch immer so schnell auf? Ja. Ich liebe es aufzuräumen. Das ist eins meiner größten Hobbys. Och, was macht das denn hier oben alles noch? Ja, hier, nimm das mal an, Karl. Ich habe halt ein bisschen im Bett gespielt. Was soll ich machen? Muss ich dir jetzt helfen oder was? Ja, hier, bitte annehmen. Oh, ja, lass mir aber Zeit. Das heißt, du hilfst mir aber auch gleich. Na gut. So, Bett ordentlich machen. So halbwegs. So. Dann. So, du hast noch 2 Minuten etwa. Achso, ich muss ja auch noch Familie Vogel filmen. Ja, das kommt ja auch dazu. Ah, Emma! Ist aus dem Rucksack gefallen. Ah, Glück gehabt. Stimmt, die können hier auch irgendwo drin sein, oder was? Ja, so fies war ich jetzt nicht. Also ich hab's ehrlicherweise so gemacht, nur bei einem was reingepackt und sonst wirklich gesplittet. Das heißt aufräumen und Familie Vogel finden. So. Barbies? Alle in die Kiste. Kiste bitte aber vernünftig zugleich, ja, ne? Ja, mach ich gleich. Also, das ist ja nicht hier vernünftiges Aufräumen. So, Emma leg ich, Emma lege ich mal dahin. Ja, super, da sind so viele. Ja, also, ne? So. Ja,
Kathi. Lange Zeit hast du nicht mehr, um ehrlich zu sein. Du hast noch eine gute Minute und 15 Sekunden. Ja, das schaffe ich noch. Also, Aufräumen ist jetzt fertig. Jetzt muss ich nur noch Familie Vogel finden. Mach das mal. Du hast jetzt noch eine Minute Zeit. Du hast aber auch eigentlich noch nicht ganz aufgeräumt. Ist okay. Ich vergebe gleich auch noch Punkte, ne? Ja, das Kissen war, glaube ich, hier oben. Ich sehe die aber nicht, Familie Vogel. Wo könnten die denn sein? Also waren die in dem Chaos irgendwo drin? Verteilt, oder du hast noch 30 Sekunden Zeit. Nein, du musst nicht unbedingt im Chaos verteilen. Ich habe sie irgendwo verteilt. Eigentlich sehr, sehr offensichtlich, wenn du richtig gucken würdest. Sehr, sehr offensichtlich. Wo würdest du denn mit Familie Vogel niemals rechnen? In einer Luxusvilla? Ja, drei gleich auf einmal. Das siehst ist du, ja super du, einfach. Du hast noch 10 Sekunden Zeit. Du musst doch Martin Vogel finden, ne? Martin Vogel, wo könnte der denn versteckt sein? 3, 2, 1 und... Das war's. 3 Minuten 30, 3,5 Minuten hast du Zeit. Du hast alles erledigt, aber du hast einmal hier eine Barbie vergessen. Oh, okay. Das gibt... Ja, das passiert schon mal, dass man irgendwo unterm Sofa... Das gibt einen halben Punkt Abzug. Das heißt, du kriegst von mir 9,5 Punkte von 10 für das Aufräumen. Ja. Und Martin Vogel war... Ah, okay. Hinter einem aufgeräumten Kissen, bereits hinter. Okay, so. Gibt es da noch mal einen Punkt Abzug, weil ich Martin Vogel... Ja, also von Familie Vogel gibt es 4, dann hast du 9,5. Das sind dann... 13,5 von 15 Punkten. Yeah! Okay, gut. Ich werde jetzt kurz rausgehen. Du hast dein Handy ja dabei, ne? Dann kannst du danach den Timer auf, 3,5 Minuten danach. Und ich komme auf dein Kommando wieder rein. Und Claudio, du kannst ja dabei sein, wie Kathi jetzt ihr Chaos hier verbreitet. Ja, das muss ich erstmal schaffen, so ein Chaos wie Kahn zu verbreiten. Na komm, das leg ich so hin. Ich glaube, es fällt mir schwerer, Unordnung zu machen als Ordnung. Perfekt. Einen denke ich direkt hin. Oh, das ist noch ein Überraschungsei drin. Da hat wohl jemand seine Schultüte nicht aufgegessen. Dann verstecke ich jetzt mal schnell Familie Vogel noch. Emma kommt hier in diesen Donut rein. Claudia stelle ich einfach mal hier oder die setze ich hier auf diesen Roller. Hanna kommt hier einmal drunter. Ja, Martin stelle ich einfach hier so dekorativ hin. Und jetzt fehlt nur noch Julian. Ach, Julian, ab ins Bett. Der kommt hier oben hin. Und nicht so ganz einfach, sondern den lege ich hier so oben hin. Und das Kissen, damit Kahn vielleicht auch auf die Idee kommt, das werfe ich noch dahin. Okay. Kahn? Ja? Bist du bereit? Ja. Okay, auf die Plätze, fertig, los. Was? Was ist hier denn los? So, ich guck mal zwischendurch rein, ob hier irgendwas ist vielleicht in den Figuren, aber ich weiß nicht, ob ich genügend Zeit dafür habe. Hast du das denn was hier drin versteckt? Nein. Ah, okay. Gut, dann lass ich's lieber. Jetzt komm schon. So, der Ball kommt hier weg. Okay, dann mal hier in der Ecke. So, stimmt, ist hier doch. Ja, ich habe Hanna Vogel. So, die waren hier in unserer Spendenbox. Warum ist hier Glitzer drin? Glitzer, Glitzer! Kann ich Hanna erstmal irgendwo hinstellen? Ja, ne? Ja, wir haben hier die Schultüten, die hier in der... Und guck mal, ich habe gesehen, einer hat seine Schultüte noch gar nicht ausgepackt. Da ist ein Überraschungsei. Ja. Noch was anderes? Ich weiß ja nicht. Ich glaube, ein Squishy und sowas. Ne, das ist noch nicht so drin. Mal gucken, wie viel Zeit Kahn noch hat. Ja. Eine Minute ist schon rum. Eine Minute ist schon rum? Ja. Platzer, Platzer, Platzer. Wo ist denn der andere Gary? Ach da. Danke, Claudio. Voll nett. Was ist los? Ja, super. Was? Das dauert jetzt voll lange. Ich muss sie aber nicht in der Farbe jetzt anpassen, nein, oder? Nein, alles gut. Wollte es ja noch ein bisschen schwierig machen. Hier, no look. Okay, das funktioniert nicht. Ich bin voll aus der Puste. Ich glaube, so schnell habe ich mein Zimmer noch nie aufgeräumt.
Normalerweise habe ich dafür immer 2 Tage gebraucht. So, ja, nicht schlecht, nicht schlecht, Karin, ich bin beeindruckt. So, das kommt hier hin. Hier, das passt, passt. Ich weiß nicht, ob die irgendwo drin waren. Ja, da vorne ist so eine Dose. Ah, okay. Kann ich einfach irgendwie reinpacken? Ja, ja, genau, die müssen auch sortiert werden. Da ist einfach die Schwierigkeit, die alle aufzusammeln. Ja, merke ich gerade. Ich kann nicht mehr. Das Kissen hast du von hier oben und da sehe ich Julian im Bett. Das ist Figur Nummer 2. Ich habe hier noch die Hangrys. Unsere Spendenbox. Und dann haben wir hier diese Teile. Die waren, glaube ich, alle hier drin. Und dann habe ich, glaube ich, zumindest aufgeräumt. Wow. Wie? Ich habe es hier nicht so einfach gemacht. Die sind nicht alle in der Luxusvilla. Da war ja Julian schon. Ja, aber vielleicht ist ja noch jemand hier. Vielleicht im Maul von Krümelmonster? Nur weil ich da eben geguckt habe. Hast du da geguckt? Hab ich eben geguckt. Wo können denn noch... Ist ein Foto rausgefallen. Wie lange Zeit habe ich denn noch? Ja, ich guck mal gerade. Nur noch 30 Sekunden. Und du hast 4 Figuren gefunden, ne? Ja. Ach, da! Ja, ich würde gerade sagen, du bist ganz nah an einer dran. Da ist Mama. Eine Figur brauche ich mindestens noch. Nein, da sind andere. Ich kann nicht mehr. Noch 15 Sekunden. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Nein! Mann! Wo waren denn Emma und Papa? Also guck mal, Papa, der steht hier oh so Gott, offensichtlich, ich bin deswegen so blöd. Konnte ich auch keinen Tipp geben. Ich bin so blöd. Und Emma hattest du in der Hand sogar. Steck dir in den Squishy. Ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Ja, das waren dann 3 Punkte für mich. Was sagst du zu meinen Aufräumskills? Aufräumen, würde ich sagen, hast du ziemlich gut gemacht. Habe ich irgendwas vergessen oder so? Ja, die hättest du vielleicht hier noch ein bisschen ordentlicher reinlegen können. Ja, okay, vielleicht da auch so ein halber Punkt. Ja, aber so. Aber das heißt, dann habe ich mit 1 Punkt natürlich verloren heute in der Challenge, ne? Ich würde sagen, oder ich ziehe dir dafür keinen Punkt ab, aber du hast dann ja nur 3 Charaktere gefunden. Du hast also das heißt, einen halben Punkt weniger. Ja. Aber ich muss sagen, beim Aufräumen waren wir doch beide ziemlich gut dabei. Gut, ne? Könnte eigentlich, wenn sowas eine Olympia... Man müsste eigentlich immer sich so eine Zeituhr stellen ja. Und dann einfach ganz schnell aufräumen. Dann also ich habe das immer gemacht, wenn meine Mama gesagt hat, okay, wenn du dein Zimmer aufräumst, dann darfst du zu deinem Freund oder irgendwie so zu deinem besten Freund. Dann habe ich immer ganz schnell alles gemacht, aber auch ganz ehrlich, nicht so ordentlich. Sondern einfach irgendwas in die Ecke. Aber ich finde, das haben wir gut hinbekommen. Ja. Wenn das eine olympische Disziplin wäre, ich glaube, dann würden wir mit Gold nach Hause gehen heute. Wie sieht's bei euch aus, Leute? Schreibt gerne in die Kommentare. Räumt ihr auch so gerne euer Zimmer auf, wie wir. Ja, für ein Video natürlich. Und wenn es euch gefallen hat, Leute, wisst ihr Bescheid, gerne einen Daumen nach oben. Wenn es euch gefallen hat, gerne auch einen Daumen nach unten, überhaupt kein Problem. Gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. So sieht's aus. Ciao.